Jetzt. Okay, wie wir gesagt haben, Architektur, Ingenieurbau, Stahl, Systeme, die sind die vier, sind Hauptsache vor Modellieren und Zeichnen von diese vier Systeme. Für uns als TGA ist Systeme ist die Hauptbar, dass wir es nutzen. Architektur nutzen wir Hauptsache, wenn wir ein Projekt bekommen, es ist in 2D. Und wir wollen eine Heizlastberechnung und Kohlastberechnung machen, dann zeichnen wir dieses Projekt von 2D ins 3D nach. Okay, und dann haben wir alle geometrische Informationen wie in diese 2D-Architektur. Und dann können wir das exportieren nach einer Software wie Solarcomputer oder Linear oder MagicCAD. MagicCAD ist Hauptsache für ASHRAE, das amerikanische Norm.